Lippenmaske ist es wichtig, die Augenbrauen auszublenden. Deswegen arbeite ich hier mit einem Uhu-Stick, beziehungsweise ihr könnt auch mit einem Prittkleber arbeiten und das Ganze schön auf die Augenbrauen glatt streichen. Im Anschluss verwende ich hier ein Clownweiß, mit dem ich natürlich das ganze Gesicht weißige. Wenn ihr eine weiße Foundation habt, könnt ihr diese auch verwenden. Das Ganze fixiert ihr dann mit einem transparenten Puder oder auch einem ganz normalen weißen Puder. Ich widme mich jetzt den Augen und arbeite hier mit einem Eyeliner von Makeup Forever. Das Ganze zeichne ich über die Augenbrauen hinaus und das auf der anderen Seite genauso. Falls ihr ein bestimmtes Augenmuster im Kopf habt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne aufzeichnen. Ich habe mich hier für eine eigene Variante entschieden. Die Verzierung fülle ich mit einem Blau von meiner Urban Decay Electric Palette aus und das Ganze mache ich natürlich möglichst deckend. Jetzt nehme ich ein wenig Schwarz, um die schwarzen Ränder ein bisschen auszublenden. Ihr nehmt am besten hier einfach eine Brush, mit der ihr das Ganze richtig schön verblenden könnt, damit es richtig rauchig aussieht und die Kanten nicht mehr so hart erkennbar sind. Mit dem Violett könnt ihr hier jetzt noch einmal drüber gehen, um das Ganze miteinander zu verblenden. Ich habe es natürlich mit einem Pink kombiniert. Das Pink trage ich auf das Lid auf und natürlich auch ein bisschen unterhalb der Augen. Mit dem Schwarz könnt ihr noch ein bisschen für einen Smoky Eye Effekt sorgen, indem ihr einfach ein bisschen hineinblendet. Mit dem gleichen Eyeliner könnt ihr hier natürlich die künstlichen Augenbrauen zeichnen. Und natürlich die ein oder anderen Details auch. Falls ihr keinen Gel-Eyeliner zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch einen Eyeliner-Stift nehmen, um das Ganze auszufüllen. Damit seid ihr auch um einiges schneller. Für mein Herz arbeite ich hier mit einem pinken Eyeliner, um das Ganze schön auszufüllen. Totenmasken sind ja immerhin sehr bunt, deswegen verwende ich jetzt noch ein Türkis, um das Schwarz ein wenig zu überblenden. Mit dem gelben Eyeliner betone ich die Augenbrauen ein bisschen mehr und zauber mir meine eigene bunte Maske. Die Nase ist natürlich der wichtigste Part, die Totennase. Die sollte natürlich möglichst gleichmäßig sein, also nehmt euch dafür genügend Zeit. Kleine Trinkpause gefällig, bevor es weitergeht. Den pinken Eyeliner von vorhin nehme ich noch einmal, um jetzt hier meine schönen Ornamentmuster zu zeichnen. Das gleiche mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Die Lippen noch einmal abdecken und dann könnt ihr mit dem Eyelinerstift schon die Totenlippe zeichnen. Die Spitzen könnt ihr natürlich je nach Belieben ausführen. Ich habe es möglichst ungenau gemacht, damit es auch einen Spooky-Effekt hat. Das Muster natürlich weiterziehen und die Lippen mit einem schwarzen Eyeshadow noch ein bisschen überblenden. Mit dem Schwamm könnt ihr das Ganze noch ein bisschen verwischen. Für die Wangenkonturen habe ich hier eine Mischung aus Blau und Pink verwendet und das Ganze trage ich natürlich auch in die Stirnpartie auf. Wer möchte, kann natürlich das Kinn auch konturieren. Damit das Ganze ein bisschen den Glamour bekommt, habe ich hier noch ein paar Steinchen eingeplant, die ich mit einem Wimpernkleber ganz einfach aufklebe. Mein Tipp an euch, tragt den Wimpernkleber zuerst in eure Form auf und legt dann die Steine an und drückt sie fest. Die Wimpern noch einmal tuschen und fertig ist eure Halloween Sugar Skull Mask oder auch mexikanische Totenmaske. Falls euch mein Video gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann könnt ihr gleich meinen Channel abonnieren und zum letzten Video kommen, einen Vlog. Viel Spaß damit!